Zum Produktionszeitpunkt dieses zweiten Teils meiner Reihe Wingfoil bauen, beziehungsweise erstmal baue ich ja den Foilmast, also zweiter Teil zum Foilmast kommt heute, ist das Foil fertig und ich habe ihm diesen zweifelhaften Look gegeben. Und das ist eine gute Gelegenheit, um über das Gewicht zu sprechen. Klar ist es geil, wenn das Teil leicht ist, dann kann man es besser tragen und es ist einfach, ist eine gute Handling, ist gut fürs Handling so. Was das Fahren anbelangt, glaube ich aber nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Also das Foil ist ja im Wasser, das hebt nicht raus, ob das jetzt 3 Kilo wiegt oder 6, das macht dann nicht wirklich einen Unterschied. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wirklich Performance erwarte und manöverorientiert bin. Wenn ich nämlich irgendwie 360s oder Flips oder so springe, dann ist natürlich ein Riesenunterschied zwischen 3 Kilo Schwungmasse hier unten und 6 Kilo. Naja, das ist extrem exponiert, dieses Teil, der Mast ist 95 cm lang. Und wenn du hier unten 5 Kilo dranhängst, fühlt sich das ganz anders an, als wenn das 2,5 sind. Und ich glaube, da ist ein leichtes Foil extrem von Vorteil. Aber an sich ist, glaube ich, für Leute, die keine Manöver jetzt groß machen und einfach nur entspannt freeriden oder vielleicht sogar Wellen reiten wollen, auch so ein schwereres Foil in Ordnung. Und dann kommen wir auch in die Preisklassen, die halt dadurch ermöglicht werden, dass man Aluminium benutzt. Ne? Also ihr seht ja, wie aufwendig das mit diesem Mast ist. Das wird sich hier noch potenzieren, kann ich schon mal prophezeien. Und wenn man den hier aus Alu, einfach, die werden dann gegossen, glaube ich. Oder vielleicht gefräst, weiß ich nicht. Oder die Fuselage vor allem, super kompliziertes Teil. Verbindung hier, Verbindung da, Verbindung da. Das ist einfach viel einfacher aus Alu herzustellen. Und dann wiegt halt so ein Mast, weiß ich nicht, 2-3 Kilo, Fuselage auch. Auf jeden Fall habe ich Foilgewichte gesehen im Internet zwischen, ja, das leichteste war 2,5 Kilo und das schwerste war irgendwie 6 Kilo. Aluminium hat nämlich den Vorteil, dass halt alles aus einem Material gefertigt wird. Ne, da gibt es nicht keine komplexen Überlegungen von wegen, ja, wie viel Zug, wie viel Druckkräfte muss diese Schicht auf sich nehmen, wo kann ich Gewicht einsparen. Hier bei der Fuselage zum Beispiel, die ist teilweise hohl oder da sind verschiedene Schäume drin und Plastik auch, Kunststoff. Carbon ist unterschiedlich verteilt. Das ist natürlich total komplex, auch da solche Formen zu laminieren. Und beim Aluminium, das wird dann gefräst, fertig, aus einem Teil, das ist überall gleich steif. Und das macht das dann halt so günstig, aber eben auch so schwer. Was meint ihr zu dem Thema? Muss es ein Carbonfoil sein? Oder reicht auch ein Aluminiumfoil in bestimmten Teilen? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr wissen wollt, was das hier am Ende wiegt, dann müsst ihr den Kanal abonnieren. Ich kann schon mal verraten, das ist nicht wirklich Bizeps-Training für mich. Na gut. Es ist spät abends, ich komme gerade vom Fußball. Da bin ich so ein Lappen. Ey. Also, genau, und jetzt, das ist halt getrocknet hier in meinem Ofen. Und jetzt will ich noch einmal gucken, ob alles gut gegangen ist, bevor ich mich aufs Sofa lege. Und die große Frage ist jetzt, ob das Ding steif ist oder nicht. Wenn nicht, muss ich noch was drauf laminieren. Und wenn doch, dann ist mega geil. Alter, der Boy ist bocksteif, bocksteif. Okay, das ist steif genug, glaube ich. Und das ist krass, weil, jetzt packe ich es doch mal aus, das Ding ist ekelhaft leicht noch. Das sehe ich hier oben, da gab es ein bisschen Falten. Das ist aber zum Glück nicht so schlimm, weil hier ja der Fuß dran kommt. Das kommt, also wird alles versteckt hier. So, das ist das Teil jetzt. Hat ein angemessenes Gewicht, würde ich sagen. Es ist ziemlich steif. Also ich denke, dass es steif genug ist. Ich kann mir bei sowas immer nicht vorstellen, dass das hält. Ne? Ganz ehrlich, das ist so leicht. Das wiegt 773 Gramm. 773 Gramm. Das heißt,
Also ich schätze 3,5 Kilo für das ganze Foil sind realistisch. Genau, und das ist verdammt leicht. Dann baue ich das Board in unter 5 Kilo und dann wiegt mein ganzes Set unter 10 Kilo. Das weckt doch Vorfreude, oder? Geil! Ehrlich gesagt habe ich im Nachgang zum letzten Video angefangen, mir ein wenig Sorgen zu machen, was die Stabilität und Steifigkeit des Mastes anbelangt, und zwar aus mehreren Gründen. Einerseits habe ich Mails und Kommentare bekommen, wo es hieß, also es waren verschiedene Sachen dabei. Einer hat gesagt, ob da genug Torsionsschichten drin sind, dazu mehr im letzten Video. Woanders habe ich gelesen, da wird mehr Gewebe einfach drauf laminiert. Und wieder andere, und das war das meiste, haben gesagt, ich mache immer den Draufstelltest. Das heißt, die stellen sich hier auf den Mast seitlich drauf. Und was mir am meisten Angst gemacht hat eigentlich, war dieses 2,5 Kilogramm Foil, das ich unten auch nochmal verlinke. Auf der Website heißt es nämlich, dass der Mast 1,5 Kilo wiegt bei dem, was einem schon leicht vorkommt. Aber ich sage es jetzt schon mal, meiner ist auf 1,1 Kilo rausgekommen, also 400 Gramm leichter. Und da frage ich mich wirklich, ob das dann stabil sein kann und halten kann und steif genug sein kann. Denn das andere Foil, das 2,5 Kilo Foil, ist angeblich das leichteste auf dem Markt. Ob das wirklich hält, das kann tatsächlich nur der Praxistest zeigen, ne? Also wie soll man es anders testen? Aber um euch hier den besten Benefit zu geben, weil wenn ihr das nachbaut, sollt ihr ja auch irgendwie genau wissen, woran ihr seid, und um mich auch zu challengen, mache ich jetzt diesen Draufstelltest, um mal so eine erste Einschätzung zu bekommen. Auch wenn ich ganz schön Angst davor habe, nochmal von vorne anfangen zu müssen, weil das Teil einfach schlichtweg durchbricht. Aber es hilft ja nichts. Los geht's. Ich werde das folgendermaßen durchführen. Auf der einen Seite stelle ich das einfach hier auf den Fuß und auf der anderen Seite werde ich hier bei 90 cm einen Holzklotz unterlegen mit einer kleinen Pufferschicht, so, damit das Gewicht wenigstens ein bisschen verteilt ist. Ich wiege 85 kg und damit habt ihr, glaube ich, jetzt die Daten, um den Test zu reproduzieren. Ich glaube nämlich, das könnte sehr interessant sein, wenn ihr das mal bei euren Foils macht oder Foilmasten und unten das in die Kommentare reinschreibt. Dann haben alle so eine Vergleichbarkeit, egal ob sie jetzt selbst bauen oder kaufen oder finden oder was weiß ich. Okay, los geht's. Ich stelle mich erstmal seitlich rauf. Ich habe Angst. So. Ich stütze mich jetzt gerade nur so ganz leicht hier ab, damit ich nicht umkippe. Und jetzt gehe ich mal weiter Richtung Mitte und A hoffe ich erbricht nicht, B hoffe ich erbricht nicht so, dass ich Carbonsplitter an den Füßen habe. Fuck. Aber barfuß kann ich irgendwie am besten fühlen, ob sich was tut. Shit, Alter, ich habe so Schiss, dass der jetzt bricht. Ich will das nicht nochmal machen. Jetzt weiß ich aber auf jeden Fall, was das... Geil, ey! Es hält! Es hält! Es hält! Jetzt schieße ich gerade das neue Thumbnail. Geil, okay. Muss ich mal gleich ein Video gucken, wie sehr sich das jetzt durchgebogen hat. Aber das ist ja jetzt aufschlussreich. Ich hoffe auch für euch. Was die Steifigkeit anbelangt, muss ich mal gucken. Also halten, es ist anscheinend stabil genug. Wie sich das beim Foilen anfühlt, muss ich mal schauen. Mal sehen. Ich werde auf jeden Fall unter dieses Video, falls später der Test was anderes ergeben hat, nochmal was schreiben. So. Schaut da nochmal drunter, auch im letzten Video. Und ja, bleibt dran, um zu sehen später... Ich mag es eigentlich nicht, so Werbung zu machen, aber bleibt dran, wenn ihr später sehen wollt, ob das alles richtig ist, weil wäre auch interessant, ne? Wenn das jetzt wirklich hält und das 1,1 Kilo ist, ist es der leichteste Mast, den es gibt. Und ja, wenn es hält, dann warum sollte man das irgendwie anders bauen, als ich dann? Gut. Das war aufregend. Das zweite Thema in diesem Video ist eine kleine Vertiefung zu einem Thema aus dem letzten Video, nämlich diese Erwägung, Formbau oder nicht. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich habe hier das Carbonlaminat von der anderen Seite einmal rumgelegt auf diese Seite
Und das ist kurz gesagt der Grund, warum ich keinen Formbau betrieben habe. Beim Formbau stoßen hier zwei Schichten, diese und diese, einfach aufeinander an diesem schmalen Grat. Hier nochmal das Bild, wozu das führen kann. Kann man bestimmt auch besser lösen, aber ich war mir sicherer mit dieser Geschichte. Und hier in diesem Video sieht man auch nochmal schön, wie das dann in der Praxis verarbeitet wird. Ich sehe hier gerade, dass ich ein bisschen gefuscht habe. Überhaupt nochmal allgemein angemerkt, dass ich bin sehr zufrieden mit diesem ganzen Ergebnis, aber es ist nicht alles perfekt gelaufen. Und das dokumentiere ich natürlich an den verschiedenen Stellen dann auch. Soweit dazu, und im nächsten Video geht es um Folgendes, hier schon mal ein paar Spoilerbilder. Da setze ich diesen Fuß an den Mast. Make it rain, make it rain.